Also, herzlich willkommen zu Lufia. Müssen wir sagen, ob der Sound nicht vielleicht zu laut ist, aber ich denke nicht. Und Lufia startet mit einer sehr coolen Cutscene. Die Grafik damals war... Zucker. Eines meiner liebsten JRPGs. Sound ist gut, sehr schön. Jojo ist gespannt und kann es auch sein. Hat die das Kampfsystem schon fertig, aber niemals wird er es fertig haben. Erim, Meister. Nein, seine Frau, Meister. Erim, ich möchte dich etwas fragen. Arik ist der große grüne Typ. Ja, Herr. Werden wir die Welt beherrschen? Welche Frage? Wir sind die Herrscher. Doch warum fragst du, Herr? Die Zeit der Entscheidung naht. Du meinst... Das Lufia-Schwert erklingt? Wirst du gehen? Jawohl, Herr. Wie mal die guten Hunger. Das Ding war damals grafisch so ausgecheckt, zumindest hat sich das für mich schon immer so angefühlt. Also alles ist, wirkt irgendwie sehr geil aus einem Guss. Nichts wirkt irgendwie unnatürlich oder fehl am Platz. Ich habe sich da richtig Gedanken drum gemacht damals. Und natürlich Mode 7 genutzt, natürlich. Man muss, by the way, warten, bis man dieses Screen sieht. Also, es gibt, das ist nicht der normale Teil des Screens. Das ist nur, wenn man die ganze Zeit das Intro quasi laufen lässt. Man muss es auch laufen lassen, um die Vorgeschichte der ganzen Charaktere auch zu sehen. Was man sehr, sehr leicht skippen kann, leider. Schmalzlöckchen. Man sagt, Dämonen lauern in der Nordhöhle. Das ist wohl wahr. Gehst du wieder auf die Jagd? Ja, Tier, das ist meine Bestimmung. Und ein RPG, in dem der Protagonist nicht stumm ist. Bitte, sei vorsichtig. Das werde ich. Das sagst du immer, aber trotzdem. Ich werde die Monster besiegen. Statt ist ein Glückskeks jetzt. Gib gut auf dich acht. Leb wohl, Tier. Oh, Guy, du bist hier. Leana, was ist los? Jesse hat dich gesucht. Hat nach dir gesucht. Ehrlich? Sie war etwas sauer. Warst du frech? Niemals. Oh, der Ossi ist richtig gut. Absolut. Ach ja? Nun, ich habe das Rendezvous vergessen. Typisch Männer, unglaublich ist das. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.
Alte Rechtschreibung. Verstehe. Dein Herr hatte doch ein Monster. Nora ist eine Heulsuse, Heulsuse, Heulsuse. War, heul, schneuz, war. Ich erinnere mich, das ist das Spiel, wo sich Eli unnötig war, welchen Teil er gespielt hat. Yes. Oh, es ist Alarm. Schnell lauf. Selan war, schneuz, schluchz. Hör gut zu, Nora, mein Schatz. Sie sind gemein, aber du musst stark sein. Warum? Mädchen dürfen doch weinen. Ja, aber die Tränen einer Frau. Mich hat immer genervt, dass sie den Satz nicht beendet. Niemand ist in der Lage, mich zu besiegen. Die Nordkorte steckt voller Monster. Ich werde ihnen Beine machen. Wo sind diese Monster? In der Nordgrotte, Eure Majestät. Wunderbar, folge mir, Persus. Gern, mein König. Dekar. Prinz Rocco, yes. Er ist Prinz und Arenaleiter. Da gab es Pokémon noch nicht, oder? Ich hab's. So kann es gehen. Jetzt habe ich es kapiert. Es kann losgehen. Sieht so aus, als ob Lexis wieder bastelt. Seine Erfindungen gehen nie, wie sie sollen. Stimmt. Die letzte versenkte ein Schiff. Was war das für eine Erfindung? Eine Maschine, die Schiffe ohne Wind bewegt. Oh genau, du hast ein gutes Gedächtnis. Ja, es war nämlich mein Schiff, das sank. Lufia ist gelegentlich auch witzig, also angenehm witzig. Nicht pretentious, einfach nur witzig, witzig. Dupla, warte. Artea oder Arti? Arteal? Dupla, wo warst du bloß? Ich. Sagen die Stimmbro. Belüge dich doch nicht selbst. Aber die Menschen in der Stadt. Dupla, sag jetzt nichts mehr. Mutter. Das ist echt anstrengend vorzulesen, wenn es so lange dauert zwischen den Sätzen. Athea kann nichts dafür. Ryder. Athea, was ist auch für... Athea, es war auch für dich sicher auch schwer. Wir oder die Menschen? Wer von uns hält die Zügel in der Hand? Luffy.
Olympiaschwert? Kennst du die Antwort? Wow, ich mache einen Ryder-Joke, Jet macht einen Snickers-Joke. So, das war das die Vorgeschichte, die bestimmt einige Kinder damals nicht gesehen haben, weil sie einfach hier arg gemischt haben, wie ungeduldige kleine Spacks. So. Start. Es sind leider nur fünf Buchstaben. Es passt nichts. Es passt weder Inferno noch Infressio noch sonst irgendwas. Darum bleiben wir einfach mal bei Maxim. Fertig. Das ist der Protagonist hier. Die rote Schmeißlocke. Alles Cornflakes-Barone. Er ist... Arek, ihm fehlt noch ein M, um die Menschen endgültig in die Schattenwelt verbannen zu können. Marik wurde mit I geschrieben. Wichtig. Marik. Marik Ishtar. Tia, bist du hier? Sei gegrüßt, Maxim. Wie war die Jagd? Ganz gut. Ich habe 6 Blobs erlegt. Mal sehen. Das sind dann 120 Goldmünzen. Moment mal, Tia. Es sind 6 Blobs. Das macht genau 180 Goldmünzen. Du hast recht, Maxim, doch die Prämie wurde gesenkt. Es gibt einfach zu viele Dämonen hier. Ja, stimmt, es werden von Tag zu Tag mehr. Ich frage mich, woran es liegt. Es ist beängstigend. Eigentlich sollte ich mich ja glücklich schätzen, denn schließlich bin ich Dämonenjäger. Maxim, hast du eigentlich jemals daran gedacht, einen normalen Beruf zu ergreifen? Was ist denn für dich ein normaler Beruf? Nun ja, wie wäre es mit Ladenbesitzer zum Beispiel? Ich und Ladenbesitzer den ganzen Tag im Laden rumstehen? Niemals! Er begreift nicht, worauf ich hinaus will? Bam! Das war ein Korb. Hast du etwas gesagt hier? Vergiss es, hier sind deine Goldmünzen. Hart am Schmollen. Ey, was ist los? Maxim, bitte pass auf dich auf. Kann ich dir irgendwie helfen? Nö. Ich kann mir einen Degen bei dir kaufen. Und ein Tablett. Ja, hier, komm. Das ist auch automatisch ausgerüstet tatsächlich, was sehr cool ist. Und ich starte mit 10 Kraftwassern, was sehr sick ist. Richtiger Korb, yes. Er hat ihn vorher sogar selbst geflochten. Ich konnte Tia bis hierher schreien hören. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Läuft der Typ mit Obstbesser und iPad durch die Gegend. Yes. Warum kommt Tia eigentlich mit jedem klar, nur mit dir nicht? Hey Maxim, was macht die Dämonenjagd? Maxim, bald schon werde ich dir die Mysterien der Höhlen offenbaren. Okay. Ach, das Tutorial-Level, ich erinnere mich. Ich muss nach Tarika gehen, um Großvater seinen Tee zu besorgen. Denkst du, dass die Dämonen ihre Präsenz in der Höhle nach Tarika verstärkt haben? Die Stadt erscheint so friedlich. Ich grüße dich. Welchen Zauber möchtest du erwerben? Keinen. Ich kann es mir nicht leisten. Die Anwendung von Zaubern bedarf großer Erfahrung. Soll ich dich in die magischen Riten einweihen? Nö. So, du wusstest das alles schon? Yes. Okay. Aber ich muss nochmal... So. Sorry. Deine Schwertkünste sind hervorragend. Du scheinst ein Naturtalent zu sein. Letzte Nacht sah ich einen roten Lichtball in die nördliche See stürzen. Was das wohl bedeuten mag? Ich habe in den letzten Tagen grausame Visionen gehabt. Ich hoffe, sie werden nicht eintreffen. Oh, Teleportation-Fehler. Ich sehe das doch sofort. Nach oben. Meine Enkelin Nettie ist nach Tarika gereist, um köstlichen Tee zu kaufen. Ich freue mich schon sehr. In der ersten Stadt ein Bug. Nee. Ich habe Könige sterben und Dämonen weinen gesehen. Ich bin allwissend. Über welches Thema soll ich dich unterrichten? Nichts. Du kannst jederzeit wieder herkommen, wenn du nach weiteren Informationen dürstest. Hollerö und hallo, was kann ich für dich tun? Speichern.
So, wollen wir mal in den ersten Dungeon. Sei gegrüßt, Maxim. Nun ist die Zeit gekommen, da dir die Mysterien der Höhlen offenbart werden. Ich erwarte dich in der Höhle im Süden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mit dem RPG-Maker damals dieses Spiel genau nachgebaut. Also nicht 1:1, nur die ersten zwei Dungeons oder so. Aber ja, es hat Bock gemacht. Ich habe sogar die Steine richtig gesetzt, die ihr hier seht. Diese kleinen Kieselsteine. Das hat aber gedauert. In dieser Höhle werde ich dir ein paar nützliche Techniken beibringen. Zunächst musst du dich mit dem Bewegungsmuster der Monster vertraut machen. Sie bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. Also nur keine Panik, wenn sie sehr nah bei dir sind. Ja, da kommt ja ganz zufällig ein Blob vorbei. Zeig mir, was du kannst. Puh. Knapp. Das ist Dedication. Yes. Ich habe auch viel gelernt von dem Nachbauen tatsächlich. Das ist unser Maxim. Blobs haut er weg wie nichts. Aber immer schön auf der Hut sein. Manche Monster sind flotte Flitzer. Lass dich nie von ihnen einkreisen. Sie können sehr unangenehm werden. Da sie sich nur bewegen, wenn du dich bewegst, solltest du immer erst denken und dann handeln. Auf geht's in den nächsten Raum. In diesem Raum probieren wir das Ringmenü aus. Es erscheint, wenn du Select drückst. Wähle dann mit dem Steuerkreuz aus. Bis jetzt besitzt du nur den Pfeil. Das wird sich bald ändern. Wenn du mit dem Y-Knopf einen Pfeil auf einen Gegner schießt, erstarrt er vorübergehend. Wie sagt man doch? Monster, die starr sind, beißen nicht oder so? Erstarrte Gegner kannst du berühren, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Die Gegenstände in dem Ringmenü stehen dir in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung. Mit Select und dem Y-Knopf hast du alles im Ringmenü im Griff. Du wirst es gut gebrauchen können. Es liegt jetzt an dir, ob du den Blob bekämpfst oder ihn nur ein wenig erstarren lässt. Scheiße! Der Fourth Wall Opa, yes. Tja, sieht nicht gut aus mit der Brücke. Doch wenn du den Schalter berührst, ist sie wieder intakt. Leider ist der Schalter da drüben. Pech gehabt. Hiermit ist dieses nette Spiel leider beendet. Hihihi. War doch nur ein kleiner Scherz. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, den Schalter umzulegen. Probier doch einfach mal einen deiner Pfeile aus. Yeah. Hihi. Die Tür scheint mir verschlossen zu sein. Kannst du sie öffnen? Oben links ist ein kleines Schalterchen zu sehen. Stell dich einfach drauf. Nö. Maxim, du bist ein Talent. Einen Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Ich habe dir noch nicht den Zauber gegeben, den du unbedingt brauchst. Es ist der Ursprungszauber. Wenn du in einem Raum die Säulen lustig hin und her schiebst, musst du an eines denken. Säulen kann man nur schieben, nicht ziehen. Wenn du sie in eine Wand schiebst, hat der Spaß ein Ende. Doch der Ursprungszauber hilft dir aus der Patsche. Er stellt den alten Zustand des Raumes wieder her. Sogar die Monster rücken wieder in ihre vorherige Position. Da dieser Zauber keine MP verbraucht, kannst du ihn guten Gewissens oft anwenden. Mit diesem Zauber kann dir kaum noch was passieren. Du findest diese Aktion auch auf dem Ringmenü. Drücke Select und dann Steuerkreuz hoch runter. Okay, Gott schon. Wenn du diese Pfeile auf dem Boden siehst, kannst du nach unten springen. Komm, trau dich. Das Spiel hat echt viel Tiefe. Für ein Turn-Based JRPG aus der Zeit vor allen Dingen. Die nächste Tür öffnet sich nur, wenn du alle Monster besiegst. Wenn du keine Hinweise oder ähnliches findest, ist das Besiegen aller Monster immer ein Weg. Wenn man Monster von hinten approacht, dann kriegt man ein Surprise Attack. Mit dem B-Knopf schwingst du dein Schwert. Es ist geradezu geschaffen, Gras zu mähen. Oft sind unter dem Gras Schalter versteckt. Versuche dein Glück. Oh, ich bin so klug. Gefäße nimmt und stellt man mit dem A-Knopf ab. Mit dem R-Knopf kannst du dich in alle Richtungen drehen, ohne dich auch nur einen Schritt zu bewegen. Das ist ganz nützlich, wenn es besonders eng wird. Also immer an den R-Knopf denken.
Hihihi. Was wird wohl passieren, wenn du das Gefäß auf die Platte stellst? Sei nicht schüchtern. Das habe ich, by the way, vergessen, als ich ein Kind war. Und weil es in diesem Raum auch nicht notwendig ist, das zu machen, tatsächlich. Und es gab irgendein Rätsel später, wo das notwendig wird. Und es war sehr schlimm für mich, weil ich konnte das Spiel dann nicht durchspielen. Also ich musste dann die Komplettlösung zur Hand nehmen. Aber ja. Nun, das war meine kleine Übungslektion. Doch du wirst noch viel lernen müssen, mein Junge. Streng dein Köpfchen an. In den Höhlen, Türmen und Labyrinthen wirst du viele Rätsel lösen müssen. Es wird sicher nicht ganz einfach, aber du hast das Zeug, es zu packen. Got you, fam. Okay, auf in den ersten Dungeon. Wie viel Kohlen habe ich? Muss ich mal gucken. 33 Euro, das ist nicht so viel. War das hier? Nee. Naja, auf der Overworld ist der Random Encounter, aber das ist nicht so schlimm. Magst du Guy zu Piotr umbenennen? Die können nicht alle Piotr nennen! Außerdem, konnte man Charakter einen Namen geben? Ha. Die Monster spielen da drin verrückt. Ich an eurer Stelle würde lieber nicht hineingehen. Oh. Irgendwas habe ich verkackt. Muss ich nochmal zurück ins Dorf? Dann Sandra. Na. Passt Sandra? S-A-N-D-R-A. Nö, Sandra passt nicht. Also wenn, dann sind es 5 Buchstaben. Henry. Maxim, ich bin gerade dabei, zu Abend zu essen. Leistest du mir Gesellschaft? Liebend gerne. Ich habe etwas ganz Besonderes zubereitet. Warte eine Sekunde, ich bin gleich zurück. Hollerö! Dies ist eine Fischpastete, zubereitet aus dem Reiheraal. So, aus dem Reiheraal. Bezeichnet man ihn nicht gemeinhin auch als Stinkefisch? Schon, aber von so etwas lässt sich ein Gourmet nicht abschrecken. Er soll vorzüglich munden. Ich bete, dass du recht hast. Und wie ist der? Nun, was soll ich sagen? Tja, warum probierst du es nicht selbst? Das werde ich. So. Nun, das schmeckt ekelhaft. Ich glaube, ich muss... Bitte nicht hier, Tier. Beruhige dich. Das hat sicher nichts mit deinen Kochkünsten zu tun. Warum musste ich auch einen Stinkefisch kaufen? Mach dir nichts daraus. Wir können uns eine Pizza bestellen. Dabei wollte ich dich mit einem leckeren Essen verwöhnen. Vielleicht schmeckt er ja besser, wenn wir etwas Pfeffer, Tabasco und Paprika dazugeben. Tatsächlich, jetzt schmeckt es richtig würzig. Man kann ihn nun essen. Ohne von Übelkeit befallen zu werden. Großartig, oder? Ja, du hast recht. Ich glaube, ich werde nun öfters mal einen Stinkefisch machen. Wehe wenn. Aber ein lustiger Abend war es trotzdem. Das fand ich auch. So, ich bin satt. Ich mache uns etwas Tee. Passiert alles sehr schnell da. Schwerter, Dämonen, Lieferando. Bitteschön. Danke, Tja. Maxim, sag mal. Ja? Bist du des Dämonenjagens nicht langsam müde? Warum stellst du mir diese Frage? Du bist der einzige Dämonjäger, den ich kenne. Ich frage mich, warum du das tust. Ich kämpfe schon, solange ich denken kann. Ich habe mich noch nie gefragt, warum. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich getroffen. Was? Ist es schon so spät? Jetzt muss ich aber los. Danke für das Essen. Ich schaue mal wieder vorbei. Willst du nicht noch ein wenig bleiben? Der Abend ist doch noch so jung, wie wir. Ich muss noch viel erledigen. Mach's gut, ja. Korb! That pacing, yes. Klingt nach Surstrim oder so, yes. Maxim. Achso, Maxim, bitte pass auf dich auf. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein.
Ah, ein bisschen Kraftwasser kann ich kaufen. Drei. Vielleicht noch so zwei Gegengift. So viele Körbe verkauft sie die im Laden. Schlechte Nachrichten. Welche? In der Höhle auf dem Weg nach Tarika wurde eine ganze Dämonenhorde gesichtet. Ist das wahr? Das ist schrecklich. Nettie, werden diese Kreaturen auch in unsere Stadt kommen? Nun, ich will es nicht hoffen. Unglücklicherweise ist es nicht das einzige Problem, das wir haben. Was meinst du damit? Die Dämonen haben die Tür in der Höhle verschlossen. Ohne Schlüssel kommen wir nun nicht nach Tarika. Das ist schlecht. Hat irgendwer einen Vorschlag, was wir machen sollen? Nein, ich nicht. Stimmt es, dass Dämon in die Nordhöhle gesehen wurde? Du wirst sie doch beseitigen, oder? Riecht nach alter Sportwäsche. What? Du sollst ja erst öffnen, wenn du die Dosen nicht mehr stapeln kannst. Aber warum hast du dir das angetan? Ich muss ja auch noch testen im Dienste der Wissenschaft. Edi Testlabor. Schon seit Jahren reise ich nach Tarika, um dort die Lieblingstee meines Großvaters zu kaufen. Doch nun ist es nicht mehr möglich, Großvater wird nicht zufrieden sein. Klingt, als ob die Teufelsgeschöpfe der Nordhöhle nach Blut gieren. Maxim, kannst du nicht etwas tun? So, Strumming riecht richtig, richtig eklig. Oh, ein Kampf im Chat. Ich spüre einen Kampf im Chat. Um Himmels Willen, was geht hier vor, Maxim? Du musst doch darüber etwas wissen, oder? Du scheinst der Einzige hier zu sein, der uns vor diesen Kreaturen schützen kann. Die Kreaturen in der Höhle sind nicht sehr stark. Das eigentliche Problem ist die blockierte Tür. Maxim, nur du kannst den Schlüssel aus den Klauen der Bestien befreien. Tu es für uns. Das hatte ich gesagt, die sind nicht sehr stark. Aber klar, warum nicht? Ah, ich hab gekotzt Yum Yum auf meinen Ed Sheeran Pulli. Also ist es nicht aufgefallen, ist doch gut. Es tut mir sehr leid, dass du da durch musstest. I've been love with your ramen. Ach Gott. Ja, weiß nicht, warum ich das so witzig finde. Chat liefert heute wieder ab. Ich habe gerade das Lied nicht im Ohr, das Edi referenziert. Boah, dieser Pilz, ne? Ha! Oh! Oh! Miese Stulle. I love the spit of you. Ach so, ach ja, Fire, ja, ja, ja. Das passt aber von den Silben leider nicht so gut. Oh, ich hoffe, das ist ein Two-Hit.
Ja. Meinst du Shape of You? Ja, I know. Das hab ich verstanden. I'm in love with the spirit of you. Aber dieses Vomit, das Vomit und Fire haben halt nicht... Irgendwas passt da nicht. Sorry. Oh. Boah, die Schmetterlinge sind auch relativ strong am Anfang. Oh, oh. Ah, Motte. Sorry. Womit ist zu lang, er hat zu viele Silben. Kann ich zwei Attacken einsetzen? Nö. Ich meine, in diesem Cave ist der Insektentöter drin. Der ist sehr, sehr gut. Gegen Insekten. Womit? Fahre. Nee. Ah, hier war auch schon das Rätsel mit dem auf der Stelle drehen. Es geht nicht. Aber geht doch. Lebenshaft. Revived, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, Schwertdingsi bewegt die auch. Dann halt Frontalangriff, Frontex-Angriff, los geht's. Nein! Okay, kein Überraschungsangriff. Ich meine, nur die Spieler können critten, wenn ich mich richtig erinnere. Sie sind zu stark, aber ich muss sie bekämpfen, damit ich selbst auch stärker werden kann. Flucht gefunden. Das ist tatsächlich ein Zauber, meine ich, der einen sofort aus dem Dungeon rausbringen kann. Oder? Nee, ist ein Item, ne? Entkomme aus verließen Labyrinthen, yes. Was sie irgendwas an der Color Palette von Super Nintendo finde ich so krank gut. Ich weiß nicht, was es ist. Ob das, weiß ich nicht, ob das die Farbtiefe ist oder der Kontrast oder dass alles immer so schön knallig ist, ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist einfach nur immer extrem geil am Super Nintendo. An den Super Nintendo Farbpalettes. Und der Soundtrack von dem Spiel ist auch super sicko. Ah! First Attack! Nehme ich! Hier geht es, glaube ich, regulär weiter. Ja. Und hier... Was war hier nochmal?
Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ah, hier geht's runter. Gott, schon gehe ich erstmal da weiter. Oh, wow, das war super dumm. Der hat mich das Steuerkreuz kurz im Stich gelassen. Level up! Okay, bei Luffy ist es so, wenn man die Etage verlässt, respawnen alle Gegner. Das heißt, ich muss einfach auf der Etage bleiben, wenn ich sie erforschen will. Und bin dadurch safe. Oh. Weil ich bin ich jemand, der eigentlich fast gegen alle Monster immer kämpft, weil ich einfach die Erfahrungspunkte und die Kohle mitnehmen möchte. Das mache ich mit Pokémon auch immer. Ach ja, Watz! Was bedeutet Watz? Also, es bedeutet, dass ich keinen Schaden genommen habe, aber was wollten denn die Lokalisierer mit dem Wort Watz ausdrücken? Auch ein Mysterium. Ein Mysterium meiner Kindheit. Ah, schön, wieder klassische alte Super Nintendo-Spiele spielen. Sich nicht über Framerates Gedanken machen. Nicht, dass ich das sonst tun würde, aber nicht über Online-Konnektivität Gedanken machen. Einfach nur zocke! Fledermausig sind auch relativ mächtig. Ja. Nevermind, die eine ist abgehauen. Okay. Saft. Ist das wie Protein? Öztrn, yes. Was wollte aber trotzdem zuschlagen. Ist L in Luffy auch ein Bestätigungsknopf? Ja, oh mein Gott, wie geil! Speedrun Tactics, meine Freunde! Kenne ich noch sehr gut von Saphir, Pokémon Saphir. Da könnte ich heute Nacht vielleicht auch nochmal einen Run starten. Also nicht on cam, einfach so. Mal gucken. L ist gleich A-Beste, yes. Wie gesagt, ich muss noch die Personal Best von unter 3 Stunden irgendwie hinkriegen, Realzeit. Es wird zwar ziemlich schwierig, aber nee. Dann muss ich tatsächlich lernen, Frame Perfect den Starter auszuwählen, damit ich einen Hydropi mit einem perfekten Wesen habe und guten EV-Stats. Kyogre ist nicht mal das Problem, da könnte ich ja den Meister bei schmeißen, Worst Case, aber ja. Auch da kann man mit einem Let's Buy Frame Perfect sicherstellen, dass er auf jeden Fall drin bleibt. Das wird wohl sehr, sehr schwierig sein. Ich frage mich, was Luffy ja glitchless für eine Speedrun-Top-Zeit hat.
Man glitchless könnte, müssen das ja mehrere Stunden sein, oder? Was ist ein Akronym für Werte außerhalb der Toleranzzone? Handy im Chat, WhatsApp, Video und am TV Lufia. Ein toller Abend. Sehr gerne, Edi. Sehr, sehr gerne. Was immer ich tun kann, Bro. And my ex. Okay, hier gibt's bestimmt auch eine geile geheime Shit, oder? Nö. Ich bin immer noch übertrieben geflasht davon, wie geil die Warlock gelaufen ist. Ich war so froh. Es waren so viele Leute da. Das hat mich richtig gefreut. Wir waren zum ersten Mal ever auf dem Channel im Durchschnitt der Zuschauerzahlen zweistellig. Das habe ich noch nie hingekriegt. Und schon gar nicht nach 6 Stunden. Oh, ich hätte mich jetzt vorher nicht heilen müssen. Naja, egal. So, erster Bosskampf. Ich werde dir den Schlüssel für die Türen nicht geben. Niemals! Es kommt badass Bossmusik. Es ist ein A-Drück-Boss. Nicht wundern. Es ist im Prinzip eigentlich alles immer noch Tutorial. Mehr oder weniger. Schlüssel erhalten. Jetzt kommt auch ein so schöner Soundtrack. Wie konnte der Echsenmann den Schlüssel stehlen? So schlau ist er doch gar nicht. Vor allem, warum hat er ihn gestohlen? Er hatte doch keinen Vorteil von dem Diebstahl. Unglaublich. Sowas ist noch nie zuvor passiert. Das konnte ich mal auf Gitarre spielen. Willst du den Grund wissen, Maxim? Wer bist du und woher kennst du meinen Namen? Ich kann die Zukunft sehen, ich kenne deinen Namen und weiß genau, warum du hier bist. Wer bist du? Das ist nicht von Bedeutung. Willst du nicht lieber wissen, warum die Monster so stark sind? Ja, sag mir warum. Hast du die rote Lichtkugel vor einigen Tagen gesehen? Ja. Alles, was bisher geschehen ist, kann auf das Licht zurückgeführt werden. Ich kann nicht glauben, dass eine Lichtkugel so viel Macht besitzt. Ich verstehe deine Zweifel. Die Zeit hat begonnen, sich zu verändern. Selbst unscheinbare Dinge können für die Menschheit bald zu einer großen Bedrohung werden. Warum erzählst du mir das alles? Weil du die Kraft hast, die Kraft, das Böse zu bekämpfen. Wer, ich? Ja, du. Oh! Augenblick mal. Ich kämpfe zwar ganz ordentlich, aber so stark bin ich auch wieder nicht. Erzähl mir mehr über die Lichtkugel. Ist sie ein dämonisches Wesen? Wenn ich es bekämpfen soll, dann muss ich doch wissen, mit wem oder was ich es zu tun habe. Du bist nicht alleine. In dieser Welt gibt es noch andere, die gegen diese böse Macht kämpfen können. Du bist dazu auserwählt, die Welt zu bereisen, die anderen Kämpfer zu finden und das Böse zu bekämpfen. Eine Reise bekämpfen? Ja, denn als die Lichtkugel erschienen war, war dein Schicksal besiegelt. Bringt die Lichtkugel tatsächlich Unglück über die Menschheit? Habe ich wirklich die Macht dazu? Ich kann dir nicht mehr erzählen. Es liegt ganz bei dir, ob du mir glaubst oder nicht. Du entscheidest, ob du deine Reise antrittst. Warte noch! Mein Name ist Iris. Ich bin hier, um deine Zukunft zu sichern.
Wir werden uns bald wieder treffen. It's crazy! What a great time to be vague and mysterious! Yes. Du bist ein Power Ranger. Ich wäre voll gerne ein Power Ranger. Power Rangers sind awesome. Oh, war hier nicht auch noch ein Geheimnis? Ja. Lederweste gefunden. Ich glaube, dass die Truhe auf ist, ist ein Bug tatsächlich. Zauberkrug gefunden. Es gibt auf jeden Fall in-game keine Explanation dafür, warum die auf ist. Oder ein Mystic Knight. Was hat das mich umgibt? Ertrunken. Feuertief in mir ist noch schlimmer. Maxim, ich komme aus der Zukunft und bin hier, um dir zu sagen, dass du leider ein bisschen ein Otto geworden bist. Yes. Erde wohl unter mir. Yes. Der Typ ist der Einzige, der seine Verbrennung überleben würde. Luft über mir ist schlecht zum Atmen. Wasser, das mich umgibt, ist schlecht zum Atmen. Und Feuer tief in mir ist schlecht zum Leben. Mystic Knights war Bombe. Mystic Knights war super. Hab das voll geliebt. Aber die Sprüche waren halt dumm. Wald vor mir. Ach ja, es gibt doch irgendwann einen fünften, ne? Der hätte Waldkräfte? Ha! LG Dual Wield Ace Boy mit Undercut. Wald neben der B-52. Oh, es ist so dämlich. Es ist so dämlich. Okay. Meme Power ist sehr viel stärker während Lufia als während Outward. Oh, die letzte Schlacht der Elfen 3 wird mich wahrscheinlich instant killen. Maxim, dem Herrn sei Dank, du lebst. Ich hatte das seltsame Gefühl, dass etwas geschehen sei. Weswegen? Nun, ich hatte das Gefühl, dass du hier weggehen würdest. Ich bin ein Dummchen. Es ist nichts, vergiss es. Was kann ich dir heute anbieten? Boah, Dickmove, er verpisst sich und sagt dir nix. Ja, bitte gib mir ein Tablet, danke. Boah, richtiger Schwanz-Move. Kann ich nicht so mit dir reden? Maxim, dem Herrn sei Dank, du lebst. Ich hatte das seltsame Gefühl, dass was geschehen sei. Oh, okay. Boah, er ghostet sie. Was für ein Dick. Ich hab so Bock auf die letzte Schlacht der Elfen 3. Yes. Es wird übertrieben witzig. Wie viel Geld habe ich noch? 300 Euro. Kann ich mir bestimmt einen guten Zauber von kaufen. Oder ich warte bis zur nächsten Start und gucke nach der Rüstung. Weil MP auffüllen hier ist ein bisschen scheiße. Zumindest in den ersten drei Vierteln des Spiels, glaube ich. Maxim ist echt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Er hat einfach keinen Bock auf die Olle. Oder er ist wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Er ist nicht gut mit sowas. Tarika. Du
Wisst ihr, wie Maxim gerade gelaufen ist? Ich suche nur einen Vorwand, dieses Video zeigen zu können, aber jetzt habe ich einen gefunden. Google Chrome ist immer so am Abflexen und am Abkratzen, wenn man das mehr als 20 Sekunden nicht als aktiven Tab hat. What the fuck ist da los? Ach, das Suchergebnis, das ist, oder was man dafür eingeben muss. Zu gut. Ah, nicht Outward, nein, warum ist das? Ich glaube, ihr kennt den alle. Australop cockerel. 500 birds that are being judged today at the show. Warum rennt er so weg? Warum? Warum reißt er die Arme nach oben? Warum? Der schreit währenddessen. Er läuft weg wie ein GTA-Pedestrian. Gott. Geil ist doch meine Sucheingabe dafür. Black Cock Journalist. Oh Gott, was ist los? Ich spiele doch nur Lufia. Gott. Aber ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Okay. Wow, dieses Erdbeben war enorm. Ja, du sagst es. Was hast du noch für Waffen? Für den Dolch. Okay, ich kann mir den Dolch gar nicht leisten. Ist auch Quatsch, weil in dem Dungeon gibt's den Insektentöter, der ist voll gut. Kampfmess, 200 Euro. Ja, komm. Rüstung. Mütze. 240 Euro für eine Mütze. Ist die von Adibas oder was? Egal, okay. Ich kann dir von den Geheimnissen der Schlacht erzählen. Nein. Designer Mütz Tripolowski. Polowski. I don't get it. Ich hasse Erdbeben, sie gehen mir gewaltig auf die Nerven. Da wirst du aber echt Probleme mit dem Erdbeben-Liebhaber bekommen. Mein Großvater behauptet, dass ein großer böser Fisch die Erdbeben verursacht. Mein Großvater ist sehr schlau. Der alte Mann spinnt, er sagt, ein großer Fisch würde die Erdbeben auslösen. So ein Quatsch. Ich glaube, die Erdbeben werden von einem Riesen ausgelöst. Der Riese ist wütend, stampft auf den Boden und die Erde bebt. Klingt doch logisch, oder? Wusstest du, dass ein großer Fisch die Erdbeben verursacht? Lord Jabu Jabu, yes. Im Norden ist die Seehöhle. Dort soll ein großer Fisch leben. Der alte Mann erzählt den Kindern, dass der große Fisch in der Seehöhle die Erdbeben verursacht. Die Kinder fangen an, ihm seine Märchen zu glauben. Mach doch keine Sorgen, ich bin immer noch hier. Das habe ich nicht angezweifelt. Gehen. Oh, entschuldige. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Diese Erdbeben, jeden Tag. Das kann einen ganz schön schlauchen. Ich bin so müde, ich muss mich kurz hinlegen. Okay. In der Seehöhle ist ein Fisch, der die Erdbeben verursacht. Keiner will mir dies glauben.
Der alte Mann spinnt, achso. Und hier, meine Damen und Herren, ist der einzige Teeladen im ganzen Spiel. Und, Fun Fact, ich meine, es war Apfelsaft. Apfelsaft ist das einzige Item, das die Kapselmonster immer annehmen. Wenn man ein später Kapselmonster hat, kann man den Ausrüstungsgegenständen zu fressen geben. Je nachdem, manche Items mögen sie und manche nicht. Und Apfelsaft nehmen sie immer. Führt Angriff wegen eines Kampfes auf und füllt HP im Menübildschirm auf. Okay. Machen alle dasselbe. Yes. Keiner von denen füllt MP auf, leider. Grüner Tee kaufe ich einen von. Pepssaft. Yes. Hier gibt es, aber es ist halt nur im Kampf, ne? Es ist nicht permanent. Hier gibt es guten Tee. Tee ist gut für die Gesundheit und verleiht neue Kräfte. Hey Maxim, ich wusste nicht, dass du in Tarika bist. Okay. So, noch kurz die Kirche abchecken. Wie kann ich dir dienen? Schade, leider sagt er nicht Hallo Rö und Hallo. So, und jetzt ab in den Dungeon. Dungeon Nummer 2. Ich meine, der Kabeltischer war gleich rechts. So, dann war ein Rätsel und da hat man gleich den Kabeltöter bekommen. Wie gesagt, ich habe das Spiel oft durchgespielt, nicht wundern. Hier. Ziemlich sicher. By the way, ich habe immer gesehen, dass das hier oben das Auge ist. Das hier. Aber eigentlich ist das hier das Auge. Direkt neben dem Horn. Neben dem Schaft von dem Horn. Scaraborn, yes. Links ist nie, links ist, ich sehe da einfach Scaraborn. Yes. Kann ich eigentlich bitte mal eine Zornattacke? Ja. Kampfmesser Donnerschlag, bitte. Ich werde die Waffe nicht mehr lange haben, darum ist es egal. Diesen Raum muss man sich merken. Babyfrosch, oh. In diesem Raum muss man sich merken, in welcher Reihenfolge man die Gegner umgebracht hat. Was will der Adler denn in der Höhle? Keine Ahnung. So, zuerst Scaraborn, dann der Adler und dann der Frosch. Oh, aber da will ich doch noch gar nicht hin. Ich will erst den Krabbeltöter holen. Da war der hier. Ja, der ist hier unten drin. Jetzt sind Käfer im Prinzip One-Shots. Gewusst wie! Und mein scheiß Computerstuhl senkt sich wieder von alleine ab. Schlimm, schlimm. Okay, wieso kann ich... Oh. Hä? Hallo? Er erkennt meinen Controller nicht mehr.
Ah, komm schon. Moment. Ah, we are experiencing technical difficulties. Ach, komm schon. Sei nicht so ein Schwanz. Ich höre ja noch nicht mal den USB-Sound. Ah, okay, never mind. Okay. Es geht nur, wenn ich ihn in einen bestimmten USB-Slot schiebe. Eine sehr komische Eigenheit, die mein Rechner hat. Funktioniert nur noch mit dem Rebalance Board. Könnte man mal ausprobieren. Bomber! Zwei Attacken sind so ein geiles Prinzip. Das ist schon immer sehr stark abgefeiert. Man kann halt, wenn man Schaden nimmt, bekommt man Zornpunkte. Und wenn man diese Zornpunkte voll macht, dann kann man eine Spezialattacke einsetzen, die von dem Ausrüstungsgegenstand abhängt. Das ist einfach nur ein sehr, sehr geiles Prinzip. Beim Rechner ist auch ein USB-Anschluss etwas kaputt. Ja. Na ja, gut, meine sind noch sehr, sehr oft in Nutzung. Die USB-Ports vorne. Für Mikro, Tastatur. Ja, Tastatur ist vorne. Hat den ganz einfachen Grund, dass ich den Kabelweg brauche, wenn ich die Tastatur für einen Stream auf meinen Tisch, auf einen anderen Tisch legen muss, damit ich da leichter dran komme. Controller. Elgato Game Capture. Meine USB-Stecker sind grundsätzlich vierdimensional. What? Das wird zu hoch, ey! Okay, Stream vorbei, leider. Geistig überfordert. Ich muss sie mehrmals drehen, bevor sie passen. Oh, okay, got you. Kabeltöter ist super. Beste Waffe. Der Mutige springt und findet den richtigen Weg. Okay, aber erstmal gucke ich hier rein. Okay. Maxim, gespielt von Christoph Watz. Wow. So, achso, ich hab noch was vergessen. Müsste mein Activity Feed immer hier am Laufen haben. So. Ich glaube, der Raum führt schon zum Boss, glaube ich. Ah, ne, es gibt auch Boss-Keys. Wenn ich mich recht entsinne. Mein, hier gab es schon Boss-Keys. Ja. Das neue Shampoo von Maxim. Gibt es nicht wirklich so eine Drogeriemarke? Oder was denke ich gerade? Das klingt irgendwie vertraut. Gibt eine Zeitung, die so heißt. Oh ja, das Magazin für Männer. Ich erinnere mich. Speichern! Maxim, ist das, was du auf dem Schacht immer... Das stimmt nicht.
Da lese ich nur das traurige Taschenbuch. Ausgabe 1 bis 68. Da spiel ich Kristall durch. Yes. Oder das. Oh, ich sollte mal meine Zornattacken nutzen. Bringt nichts auf den Sack zu kriegen, die Zornattacken nicht zu benutzen. Ich hätte vielleicht Freitag das Auto zu decken sollen. Yep. Das letzte Mal, als ich draußen war, war es schon sehr weiß. Also nicht, also bei uns zumindest nicht übertrieben, aber ja, schon ein bisschen. Hier ist Schneewarnung. Ja, hier auch. Oh, ich habe ein Waschbrett bekommen. Geil! Endlich mal die alte Buchse. Warte, nee. Nevermind. Maxim kann das nicht benutzen. Das ist nur für Frauen. LOL! Sexist! Aber. No Yonke jetzt. Ich glaube wirklich, dass das nur Tia benutzen kann. Ach so, Spoiler Alert, hier kommt ins Team. Kraftsaft gefunden. Hier ist ein etwas weiß, hoffentlich kann ich morgen einen Schneemann bauen. Besser als Feuerregen. Ja, natürlich. Was sind das für Standards? You crazy? You crazy man? Ein Steinmenschen bauen. Oh ja. By the way, die Frau hat das nie. Die Frau hat keinen ostdeutschen Dialekt. Ich weiß nicht, warum ich der einen ostdeutschen Dialekt gegeben habe. Wahrscheinlich, weil es witzig ist. Keine Ahnung. Aber. Die sagt ganz normal, ein Steinmenschen bauen. Und nicht ein Steinmenschen bauen. Der Raum ist cool, es sind aber nur viele Gegner. Und mit dem Krabbeltöter ist es gar kein Problem. Gibt gute Erfahrungspunkte und Geld. Wegen bitte nicht hauen. Nee, bitte nicht hauen, komm später. Steinmenschen bauen mit ostdeutschem Dialekt. Komm zuerst. Piotr Parker. Da kann ich auch nicht helfen. Es tut mir ja sehr leid. Mir kann nicht mehr geholfen werden. Feierabend jetzt. Oder Maschendrahtzaun. Nee. Slavic Squad hat's bei dir ja schon drauf. Das stimmt. Und wie vor allen Dingen? Auch kopfüber. Piotr Parker ist so badass, der macht den Slavic Squad kopfüber, während er von einem Hochhaus baumelt. Oh oh. Puh, das war knapp. Jaguarring gefunden. Ein Ring mit einem Auto darauf. Nein, der macht mich schon schneller, ne? Erhöht teilweise. Zornattacke ist speedy. Erhöht im Kampf die. Okay. Ich muss unbedingt den Jungen heilen. So. Sirup nehme ich auch. Ah, hier ging es einfach runter. Hustensaft erhalten. Yes. Oh.
muss mehr meine Zornpunkte benutzen. Erst recht, wenn sie voll sind, weil dann ist es eh scheißegal. Aber trotzdem ist es schon wieder Oblivion. Riechen Sie Toast? Nein, ich zocke Oblivion. Yes. ARD, ZDF, C und A, Schwittredille, tralalala. Schlüssel erhalten. Für den Bosskampf, aber ich meine, es gab... Wenn ich mich rechts entsinne, nee, da war der Krabbeltöter. Never mind, alles gut. Die hatten gewiss genauso ein beschissenes Character-Limit wie wir in der Übersetzung. Yep. Oh. 40 Zeichen für eine Zeile am Arsch, aber wenn mindestens zwei Zeilen, dann war egal. Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass Oblivion nicht unbedingt Premium war im Bezug auf Lokalisierung, also... Was willst du tun? Hier war ich schon drin. Stell dir mal ein Spiel in ägyptischen Hieroglyphen vor. Okay. Und jetzt? Oh. Schnell heilen, die können mich diese Runde umbringen. Adler sind voll Strongte. Ich hab sogar die strongsten Gegner abseits vom Boss in diesem Ding. Vogel, Vogelmann, der zur Seite geht. Katze, Schlange, Vogel. Ich wusste nicht, dass die respawnen, wenn ich speichere. Hm. Warum sind die noch so strongte? Ist ja schlimm. Weiß gar nicht, der Boss könnte gleich etwas scheiße werden. Es sei denn, ich rüste den Krabbeltöter ab und rüste die andere Waffe wieder aus, nämlich als Skill-Donnerschlag. Die ist vielleicht stärker als Bomber. Pizza-Bomber. Probieren es mal. Oh, ist aber echt viel schwächer. Egal. Ein Welser! Gut, bis hierhin ist noch nie jemand vorgedrungen. Geh lieber nach Hause, bevor du dich ernsthaft verletzt. Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand kommen. Deine Erdbeben stören uns, also lass es sein. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst, aber das glaube ich nicht. Mama deckt mein Auto morgen zu. Oh. Oh Mist, ich habe die falsche Waffe ausgerüstet.
Jetzt habe ich einfach nur eine schwache Wache. Ups. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Hau dir mit dem Tablet. Was, wenn der Google Play Cards hat? Ich hab noch Heiltränke. Oh. Einen noch. Ja, das wird wohl nix. Luffy ist nicht zu unterschätzen. Da wirf es ins Wasser. Das Ding ist ja auch Typ Boden. I lost, lost, lost. Stimmt, Welse sind dafür bekannt, Google Play Cards anzuhäufen und nie einzulösen. Ja, das ist auch das Problem, das ich mit denen habe. Blöde Fische. So, dann war es aber das Kampfmesser. Ja, wir gucken mal mit dem Kampfmesser an 200 Tacken. Der Welt sieht echt nice aus. Ja, das Spritework in diesem Game ist hervorragend. Mit Ausnahme des komischen Umstandes, dass die Character-Sprites immer nur 2 Frames haben. Deswegen es immer so aussieht, als würden die laufen wie Karl Dall. Ne, Karl Dall hatte ein Matschauge, kein Matschbein, ne? Egal. Der Arschlöwe sieht nicht so geil aus, aber er ist funny. Laufen wie Karl Dahl guckt. So in etwa, yes. 37 ist nicht so viel. Guck, er ist selbst so ein Typ Blitz. Jetzt einfach Ray ein. Ray Quasar oder was? Hab ich nicht. Ich habe aber noch nicht mal Kyogres. Mega Evo und dann ballern. Yes. Ich habe keine Hard-Items mehr. Also schon, aber die will ich nicht verballern. Vielleicht musst du nochmal zurück in die Stadt gehen und Highlight-Items kaufen. Oh, nevermind. Mit einem KP überlebt. Gewalt-Bro wäre auch gut. Das wäre ein One-Shit. Ein One-Shit, yes. Das wäre ein One-Shit. Satyrjuwel. Autsch, aufhören. Ich gebe auf, es wird keine Erdbeben mehr geben. Versprochen. Ich werde im See mal eine Runde schlafen. Das wird mir gut tun. Und mein Arm fühlt sich an. Mein Arm fühlt sich an wie damals in der Pubertät. Als ich das. Oh, Edi. One shit, ja. Jetzt muss ich hier mit einem KP rauskommen, aber. Mhm. Hallo, die Erdbeben sind vorbei. Du kannst. Und du kannst für nur 10 Goldmünzen in Ruhe übernachten. Okay. Das war ein ganz klarer One-Shit. Willst du etwas über die Kapselmonster erfahren? Nö. Du weißt schon viel für dein Alter. Ich bin fast 30.
Aber danke. Boah, ich hab's Teil und das Geld. Übel. Und so, jetzt kann ich mir auch die Mütze leisten. So, was kann der Satyrjuwel? Ich glaube, das kann man als Zornattacke Megabeben oder so einsetzen. Macht mich mutiger und macht meinen Magieangriff stärker. Aber warum? Was? Ich weiß nicht, auch nicht mehr, was Mut gebracht hat. Löst ein schweres Erdbeben aus. Ja, ist einfach nur für die Zornattacke. Ja und nein als Option wirkt irgendwie so passiv-aggressiv durch das Ausrufezeichen. Satyriasis ist die veraltete Bezeichnung für männliche Nymphomanie. Warte, lass mal kurz meinen Channel-Namen umändern. Nein, Spaß. Hahaha. Hohoho. Warum gehe ich hier nochmal rein? Das ist dumm. Okay, wir haben sie gerettet. Auf geht's. Oh nein. Bist du Maxim? Ja, der bin ich. Vor kurzem hat eine Frau nach dir gesucht. Eine Frau. Wohin ist sie gegangen? Sie wollte in die Seehöhle. Ich konnte sie gerade noch aufhalten. Aha. Die Brücke wird bald repariert sein. Okay. Die war läppsch. Die Brücke? Die ist gegangen. Oder Tia. Ja, Tia ist aber auch läppsch. Die Rauhfrau. Wow. Mit Waschbrett definitiv rau. Also, ah! Maxim! Mega Beben, Bitches! Das Skelett sieht so geil dumm aus. Oh, dead. Maxim! Tja, was machst du hier? Ich fühle mich so einsam. Ich hatte Angst, du würdest fortgehen. Das tust du doch nicht, oder? Oh nein, bitte nicht. Doch. Aber warum nur? Erinnerst du dich noch an die rote Lichtkugel, die nach Norden flog? Ja. Dieses Licht birgt eine Macht, die die Welt zerstören könnte. So hat man es mir erzählt. Die Welt zerstören? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber so. Die Monster haben bereits damit angefangen, Menschen anzugreifen. Warum musst ausgerechnet du gehen? Weil ich die Kraft habe, das Böse zu besiegen. Du bist zwar stärker, als man denken mag, aber... Ist es dir denn nicht aufgefallen? Was denn? Seit meiner Kindheit kann ich perfekt mit dem Schwert umgehen. Warum kannst du als Kind mit einem Schwert kämpfen? Warum hast du als Kind ein Schwert in der Hand gehabt? Egal! Ohne diese Kunst, die erlernt zu haben. Das ist doch seltsam. Warum also kann ich es? Wozu habe ich dieses Talent? Ich muss es einfach herausfinden. Also wirst du wirklich gehen, Maxim? Ich werde bleiben. Das stimmt nicht. Warum? Wir werden zusammen gehen. Was? Nein, unmöglich. Ich kann dich nicht mitnehmen, Tia. Hey, ich führe einen Waffenladen und weiß, wie man mit dem Schwert umgeht. Warte, Tia, lauf hier nicht so herum. Es ist sehr gefährlich. Weiß ich auch. Tja. Der hat sein Waschbrett aus Versehen mit seinen roten Socken zusammen in die Waschmaschine gepackt. What? Weil ich cool bin, Bisch!
Jetzt den Donnerschlag. Oh, das hat ihn nicht umgebracht. Schwert gleich Waschbrett, okay, okay. Bist du verrückt? Danke, Maxim. Es tut mir so leid. Ich... Ist schon gut. Tja, wir werden zusammengehen. Einverstanden. Hallo, Marktus. Tia ist jetzt im Team. Level 7. Kann geile Zauber. Kann heilen, kann Funke und kann die Gegner einschlafen lassen. Ausrüstung. Bratpfanne. Natürlich. Minirock. Samsung-Tablet und ein Haarband. Okay, Gotchu. Jetzt gehen wir nochmal zurück nach Tariko. Oder Tarika und gucken, ob wir noch besseren Shit für Tja kaufen können. Und dann holen wir uns das erste Kapselmonster. Das ist super. Fumi. Fumi ist der Hit. Oder ein Smiley zu viel, hat man auch nichts mehr zu lachen. Yes. So. Ins Innen muss ich nicht. Maxim trägt auch keinen Bartkamm als Waffe. True Dead. Stirnband. 600. Oh, habe ich gerade 600 Euro für ein Stirnband ausgegeben? Wow. 3 Sekunden im Team und schon muss ich mein ganz hartes verdientes Geld ausgeben für die. Schlimm. Das Sprite sieht vor allem nicht nach Bratpfanne aus. Ist ein sehr spitze Bratpfanne? Da ist ein Bild von Jackie Chan drauf. Okay. Zeig die. 1 Stunde, 3 Minuten. Ich spiele doch schon länger als eine Stunde. Also meine Stream-Recording-Session-Dings, die zeigt mir 1 Stunde, 28 Minuten. Na gut. Da wollen wir mal nicht so sein. Hier ist offensiv echt läppsch, aber sie ist halt auch eine Magierin. SNES oder auf der Switch wird das Spiel gezockt. Ich wünschte, es gäbe es auf der Switch. Ich habe das Spiel für das SNES, inklusive Komplettlösung tatsächlich. Ich wünschte, ich hätte die Big Box. Aber das hier läuft gerade auf einem optimierten Gerät, von dem aus ich gut streamen kann. Nein, es ist ein fucking Emulator. Ich bin so klein, das juckt Twitch überhaupt nicht, ob ich das hier laut sage oder nicht. Die Brücke ist repariert. Der Weg nach Lunaria ist frei. Für die Switch gibt es das leider noch nicht. Aber Square müsste sich da auch erstmal zu erbarmen. Nein, Immersion broken. I'm so sorry. Gratis Nestmod, yes. Ich bin der Hüter des Waldes. Ihr müsst für das kämpfen, an das ihr glaubt. Tut ihr das? Ne. Ich verstehe, dann habt ihr hier nichts zu suchen. Hanno. Ja, doch. Ich verstehe, dann stellt euch an die Quelle. Es ist der heilige Platz des Kapselmonsters Fumi. Wenn ihr einen gerechten Kampf führt, dann wird Fumi sich euch gerne anschließen. Ich nenne ihn Frufo. Emulator, der spielt zwischendurch Bullet for my Valentine Songs ab. Oh je. Fumi akzeptiert dich. Pass gut auf ihn auf. Er wird dir ein treuer Begleiter sein.
Gib Fumi einen Namen. Avor. Ist aber voll ein Name. Nee. Fufo. So, und jetzt zeige ich euch mal das Kapselmonster jetzt. Egal, Lufia ist nice, habe ich damals voll aufgezockt, vor allem die Ahnenhöhle. Ja, auf die Ahnenhöhle freue ich mich auch schon. Wusstest du, dass wenn man Lufia einmal durchgespielt hat und dann ein New Game Plus anfängt, dass man dann in der Ahnenhöhle alle Charakter auswählen kann, also ein Pira-Team aus allen Charakteren, die das Spiel zu bieten hat und nicht nur das Endgame-Team. Mega geil. Maxim, Descartes, Guy und Ceylan, maybe, als Heilerin und los geht's. Cut my life into pieces. Yes. Also, ja, ich kann jetzt Frufo möchte eine Mütze essen, okay? Jetzt kann ich, wenn ich eine Mütze hätte, kann ich ihm eine Mütze geben und dann füllt sich sein Meta-Level. Wenn sein Meta-Level auf 100 ist oder wenn das voll ist, entwickelt sich Frufo in die nächste Stufe. Das Ding sieht jetzt einfach nur aus wie ein Dickmann ohne Schokoglasur. Jetzt habe ich Bock auf Dickmanns. Fuck. Aber die werden halt immer und immer geiler und die haben halt mehrere verschiedene Stages sozusagen. Wie bei Pokémon. Und es gibt für jedes Element, das es in dem Spiel gibt, gibt es ein Kapselmonster. Wow, das Sprite sieht falsch aus. Du musst dir das vorstellen, dass dir das wie Pokémon den Rücken zudreht. Das ist so dumm, dass man sie im Menü auch noch von hinten sieht. Yes. Decker ist eh der Beste. Ja, er hat Haare wie Son Goku. Vor allem beim Arschlöwen ist das schlimm. So. Aber wir lassen Fufo erstmal so, wie es ist. Ich habe schon wieder an Jizz gedacht. Was stimmt denn mit euch nicht? Ist ja schlimm. Habe ich den Krabbeltöter schon wieder ausgerüstet? Yes. Ich feiere das so ab, dass L hier auch A ist. Ich feiere das so ab. Ich muss mein Muscle Memory von Pokémon Saphir überhaupt nicht umstellen. Ich kann einfach... Oh, mega, mega cool. Zumal der Super Nintendo Controller halt auch dasselbe Layout hat wie ein Game Boy Advance. Zumindest wie der Classic Game Boy Advance. Der SP ist mir tatsächlich zu klein für meine Hände. Die sehen aus wie das Digimon vom Digi-Kaiser. Wurmmon? Der war super. Die Krönungszeremonie wird gleich beginnen. Ich werde mal einen Blick auf die Krone werfen. Oh, gleich wird's funny. Einer der großartigen Lufia-Funny-Moments. Was ist eine Krönungszeremonie? Sie wird gefeiert, wenn der neue König zum ersten Mal die Krone trägt. Und dafür sei ein komplizierter Name. Ihr Erwachsenen seid richtige Wichtigtuer. Das stimmt. Ich war bei der Geburt des Königs Babs bei. Schön, ihn als erwachsenen Menschen zu sehen. Die Leinweste ist mit Gegengift getränkt. Sie heilt Vergiftungen. Na, die Dame hinter dir sollte eher einen Rock als eine Robe tragen. Die Robe hat zwar mehr Abwehrkraft, doch der Minirock füllt die KP auf. Sehr, sehr nützlich. Okay. Ich habe genau 900 Euro. Dann kriegt Maxim unser Kurzschwert. Ich glaube, es hackt. Ich verkaufe mein Shit, by the way, nie. Wer weiß, manchmal wollen die Kapselmonster das essen. Essen! Der Kerker des Schlosses Lunaria ist riesengroß. Dämonen sollten dort ihr Unwesen treiben. Foreshadowing.
Das Spiel ist eindeutig nicht heutzutage gemacht. Was es halt auch sehr witzig macht. Ob John schon auf dem Weg zum Schloss ist? Bestimmt. Mein Sohn John lungert nur herum und macht nie seine Hausaufgaben. Er ist im Schloss oder im Tempel. Habe ich gespeichert? Ich gehe nochmal gucken. Aber ich finde es cool, dass mein Layout so überzeugend ist, dass man denkt, dass ich es von einem Gerät auf meinem Fernseher streame. Also, versteht mich nicht falsch, das ist mein Fernseher. Und das ist auch mein Setup sozusagen. Aber es ist halt kein... Es ist halt einfach nur ein Bild davon, kein Live-Feed. Mein Jonsohn. Bis zum Ende der Zeremonie beschützen wir sie mit unserem Leben. Willkommen auf Schloss Lunaria. Zurzeit kann die Königskrone im Thronsaal besichtigt werden. SNES Elgato Mod mit Capture Card. Genau. Wir können zwar die Zeremonie nicht sehen, dafür aber die einzigartige Krone des Prinzen. Die Krone des Prinzen ist ein wahres Kleinod. Bald werden Gäste von nah und fern in unser Königreich strömen. Oh, die Prinzessin. Mein Bruder empfängt heute die Krone, hoffentlich ohne Zwischenfälle. Auch ich werde alles dafür tun, dass die Zeremonie gut über die Bühne geht. Steal the Steal the Declaration of Independence. Fuck. Warum sollte ich das noch machen? Brauche ich gar nicht mehr klauen, das ist... Achtung, Gefahrzone, kehrt besser um, okay. Wieso heißt das eigentlich Kleinod? Weil Klein und Od, Odr. Aber was ist dann Od? Was wie Ulb? Weiß ich nicht. Eine Ode. Eine Darbietung, vielleicht kommt das daher. Eine. So wie Ode an die. Was war das? Ode an die bla bla bla. Schönheit, Freundschaft, Freiheit, wie auch immer. Hinter dieser Tür befindet sich der Thronsaal. Wirft ruhig einen Blick hinein. Okay. Ode an die Freude, okay, ja. Dem Surfer zum Gruße. Ode to Joy. Ja, ja, dumm. Ja, okay. Vielleicht kommt das daher. Ein Kleinod, eine Kleinode, eine Kleindarbietung. Eure Majestät! Die Krone! Was ist das? Ich habe gerade erfahren, dass dies eine Imitation ist. Das darf nicht wahr sein. Sie glitzert, sie muss einfach echt sein. Sie wurde von den besten Wächtern bewacht. Niemand kann Kronen vertauschen. Was ist denn hier los? Ein Experte wird die Krone umgehend untersuchen. Gut, gut, beeilt euch. Jawohl, Majestät. Sofort stehen bleiben. Ich kenne euch nicht, was habt ihr hier zu suchen? Hä, hat es euch die Sprache verschlagen? Euch fällt ja nicht mal ein lustiger Witz ein. Nanni! Hallo, ich bin Berti, der König der Diebe. Und ich bin Boris, sein Lehrling. Seid gegrüßt. Was? Wer seid ihr? Ah, nicht bewegen. Na, Freunde, seht ihr diese nette kleine Bombe? Auf was warten wir, Boris? Auf ins Getümmel. Logo, Berti! Ah! Oh Mann! Zeig's ihnen! What? Aber... Aufgepasst, Leute! Jetzt kommt der Super-Watz! Jetzt geht's los! 3, 2, 1! Bereit? Watz!
Was passiert hier, Boris? Ups, es sollte... Ich hab keine Ahnung, Bertie. Was machst du da, Boris? Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Ich lasse euch ausnahmsweise laufen. Oh je, mir ist noch ganz schwindelig und ich höre schlecht. Lass uns lieber verschwinden. So wär's jetzt der Noob. Niemand kann Kronen vertauschen. Warum triggert dich das in Caps Lock? Welche Referenz checke ich da nicht? Macht nichts, das Volk wird den Unterschied nicht bemerken. Weiter geht's. Yes. Danke, Devil Star, für den Follow. Worst Guards ever. Oder beste Diebe ever. Das ist ja unglaublich. Tut doch etwas. Niemand darf davon erfahren. Sehr wohl, Majestät. Sag Devil. Reicht. Okay. Got you. Die Explosion muss ihn mit voller Wucht getroffen haben. Vermaledeit! Ach, auch schön an den alten SNES-RPGs, dass halt auch das Vokabular noch so ein bisschen altbackener war, als sie es heute ist. Vermaledeit, nun kann die Zeremonie nicht stattfinden. Welch ein Unglück. Die Ehre unseres geliebten Königreichs steht auf dem Spiel. Die Krone ist gestohlen? Oh Gott, mir schwinden die Sinne. Die Krone wurde von meinen Augen gestohlen und ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe Sack Devil verstanden. Wird bald Zeit, das müde Hirn auszuruhen. Ja, wäre vielleicht besser. So. Oh, he did. Bist du in Ordnung? Zwei Typen plötzlich die Bombe. Stimmt, eine Bombe nach dir geworfen? Nein, die Bombe ging hoch, bevor sie werfen konnten. Splitter streiften mich, ich war kurz ohnmächtig. Doch wie konnten sie diese Explosion überleben? Es sind Bombenmenschen. Das ist die einzig logische Erklärung. Als das Parterre der Burg nicht mehr genutzt wurde, erschienen die Dämonen dort. Verstehe, sind dir dennoch zwei Leute hier aufgefallen? Nun, ich glaube, ich habe ein wenig geschlafen, aber ich glaube, ich habe etwas gehört. Oh, habe ich den Krabbeltöter noch? Nö. Bisschen umequippen. Ich frage mich, ob die Bomberattacke jetzt auch sehr effektiv gegen alle ist. Nein, schade. Oh, die geben uns jetzt richtig ins Fressbrett. Oder auch nicht. Lasst Fufu in Ruhe. So, Funke. Und daher, man kann alle Zauber, offensiven Zauber, auf alle Gegner wirken oder auf einen. Und wenn man sie halt auf alle wirkt, dann werden sie halt schwächer. Worst Guards ever, yes. Viertelstunde noch, da sollten wir den Dungeon aber schaffen. Das kriegen wir hin. Habe ich Kraftwasser? Yes. Oh, die Pferde sind voll scheiße. Oh je. Kneippferd. Dann Pause oder Ende? Ende.
Es sei denn, aber es ist sehr selten, dass mich irgendwas dazu motiviert. Damit will ich jetzt nicht sagen, gib mir Geld, das ist dumm. Aber, keine Ahnung, wenn irgendwas mega Geiles passiert, dann mache ich manchmal weiter, aber 5 Stunden ist danach ist man schon platt. Also den Dungeon machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Egal wie lange er dauert, aber es ist halt der dritte Dungeon und die dauern in der Regel halt nicht so lange. Ich bekomme nur die Hälfte mit. Yes. Warum sind Peitschen nicht sehr effektiv gegen Pferde? 6 Schritte musst du gehen, um die Bombe explodieren zu sehen. Kisten, Säulen und rissige Wände werden zu Bruch gehen behende. Auch kannst du 6-mal schlagen, um sie hochzujagen. Um sie einzusetzen, musst du im Ringmenü auf das Bombenzeichen setzen. Ach ja, die Hinweistafeln haben sich hier immer gereimt. Oh, das ist für viel Shitposting noch gut. Warum heißen Peitschen Bratpfanne? Hä? Hat sie noch die Bratpfanne? Nö. I don't know. Ich weiß nicht, wäre denn irgendwer noch bei einer Session dabei? Bei einer weiteren? Oder sagen wir es mal so, wer wäre noch dabei? Ich weiß nicht, ob ich da nochmal eine 2-Stunden-Session machen würde, aber vielleicht nochmal so ein Stündchen oder so. Marktus wäre dabei. Schauen wir uns eine kleine Runde. Die gehen mit einem Haps. Mit einem Haps in die im Mund. Limali. Vorbildlich. Edi. Chimiraclaw. Aber nur im Lurk. Ist ja nicht schlimm. Ich nicht bin verwundet, dass ich noch nicht weggepennt bin. Nur mit einer Tasse warmen Milch. Dann mach dir doch eine Tasse warme Milch. Sind auch da. Mache meine Insel nebenbei romantisch und Party fertig. Spiele nebenbei WoW dann. Ja, Gotchu. Wegen Besuch. Alles gut, kein Problem. Dieses Animal Crossing, most played in 2020, obwohl ich es nicht mag. Hast du keine Chance gegeben? Ja, da machen wir das doch anders. Dann mache ich jetzt nach diesem Gegner hier kurz nochmal 5 bis 10 Minuten kleines Päusken. Dann könnt ihr euch noch, keine Ahnung, zu welchen WoW-Partys absprechen und warme Milch machen. Und was auch immer. Und dann bin ich gleich wieder da und dann machen wir mal bis 12:30 und fertig. Oder ich mache zur Sicherheit nochmal ein Safety-Save. Und dann geht das gleich weiter. Ist doch kein Problem. So. Okay. Dann bin ich gleich wieder da. 5 bis 10 Minuten. Ihr kennt den Drill. Ja, bis gleich.